Eine neue Methode, Musik zu machen. Sound Circle nennt sich das Konzept. Hier der erste seiner Art in der Gelbring-Grundschule in Löningen. Aber was genau ein Sound Circle eigentlich ist, das erklärt uns Initiator Chris Bruns. Die Sound Circle-Plattformen sollen es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, einen niederschwelligen und flexiblen Zugang zum Erlernen von Musikinstrumenten zu haben. Bis zu 21 Kinder können hier zeitgleich spielen und lernen. Verbunden wird dabei das Musizieren mit der neuen digitalen Welt. Bei einer Sound Circle-Plattform richten wir verschiedene Instrumentenplätze ein. Wir fokussieren uns da auf die populären Instrumente, das bedeutet Klavier, Gitarre, E-Gitarre und Schlagzeug. Diese Instrumente werden synchronisiert mit einer virtuellen Lernplattform, mit der Plattform Music2Me. Und mit dieser Lernplattform bringen sich oder können die Schüler halt Übungen auswählen, mit denen sie sich das Instrument beibringen sollen. Music2Me ist eine E-Learning-Plattform, gegründet in Deutschland. Ich bin selbst der Klavierlehrer, habe den Klavierkurs gestaltet jahrelang. Einen Gitarrenkurs haben wir und einen Schlagzeugkurs. Und in Schulen brauchst du ein breites Angebot an verschiedenen Instrumenten, die gleichzeitig nutzbar sind über eine einzige digitale Lernplattform. Und diese Möglichkeit bietet Music2Me. Fast 3/4 der aktiv Musizierenden lernen das Spielen eines Instruments in der Schulzeit. Allerdings zeigen aktuelle Zahlen, dass immer weniger Kinder ein Musikinstrument lernen. Wir haben 400 Schüler, davon gehen die Hälfte. 209 Schüler ganztägig, also von 8 bis 4:30 in die Schule. Und ich suche permanent nach Möglichkeiten, den Kindern insbesondere außerschulische Aktivitäten anzubieten, die ihnen Zugang zu verschaffen zu Kultur. Eine Schule hat durch eine Sound Circle-Plattform den großen Vorteil, dass einfach ein flexibles Angebot geschaffen wird. Also ein musikalisches, digitales und innovatives Angebot, bei dem die Schüler und Schülerinnen flexibel sich an die Instrumente setzen können und sich selber ohne große Hürden oder ohne einen großen Aufwand ein Musikinstrument beibringen können. Ein Musikinstrument zu erlernen, ist allerdings auch mit einigen Kosten verbunden, die sich heutzutage nicht mehr jede Familie leisten kann. Viele Eltern haben natürlich heute das Problem, dass sie Thema Musikschule gar nicht mehr so im Fokus stehen. Erstmal aus finanziellen Gründen, aber auch aus zeitlichen Gründen, Ganztagsschule etc. Und genau an diesen Problem setzt der Soundzirkel an, dass wir hier jetzt in der Schule die Möglichkeit haben, Musikunterricht in die Schule zu bringen und dementsprechend den Schülerinnen und Schülern ein Angebot zu ermöglichen, das sie direkt vor Ort in der Schule nutzen können. Das ist eine der ganz, ganz großen Stärken vom Soundzirkel, dass wir den Eltern da vielleicht auch ein bisschen die Last abnehmen und sie die Möglichkeit haben, ihr Kind dann hier musikalisch betreut zu bekommen in der Schule. Der Sound Circle hier in Löningen ist der erste seiner Art. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich würde sagen, die Zusammenarbeit zwischen Chris und mir war da zunächst der erste Baustein. Und das hat schon viele Menschen, die da Entscheider sind, überzeugt, insbesondere bei der Schulbehörde, aber auch bei der Stadt. Ungefähr ein Jahr von der Idee jetzt bis zur Umsetzung. Zur Unterstützung der Schulen gibt es zum Glück eine Vielzahl an Förderprogrammen, um solche Projekte überhaupt realisieren zu können. Diese Plattform, die wir jetzt hier auch im Hintergrund sehen, die ist beispielsweise über den Digitalpakt gefördert worden. Zukünftig setzen wir aber auch auf 2 weitere Förderprogramme. Einmal auf das Investitionsprogramm Ganztagsausbau und auch auf das neue herausgekommene Startchancenprogramm, bei dem eben viele Brennpunktschulen gefördert werden in den kommenden Jahren. Man kann also sagen, dass hier das Erlernen eines Musikinstruments mit der digitalen Welt verknüpft und somit für die aktuelle Generation ansprechend gestaltet wird. Ich freue mich riesig. Also für mich ist das ein Herzensanliegen. Ich stelle mir einfach vor, dass wir viele Kinder ins Instrument bekommen, auch vor allen Dingen solche Kinder, die nie die Gelegenheit dazu hätten und der eine oder andere vielleicht nicht nur dabei bleibt, sondern auch einen Mehrwert für sein Leben daraus schöpfen kann. Musik machen, aber auch Bildung allgemein sollte kein Privileg sein von Menschen, die viel Geld haben oder mehr Geld haben als andere. Und dafür stehen wir so ein bisschen ein und ich freue mich auf den weiteren Weg mit dem Soundcircle.